Wir dürfen den HSV-Campus erkunden. Das ist das Nachwuchsleistungszentrum. Dort haben wir auch zwei Gesprächspartner. U19-Spieler Anzi Schuhun, er ist auch finnischer Nationalspieler. Und den Internatspädagogen Leo Engler dürfen wir auch was fragen. Und Jochen Langbein zeigt uns den Campus von innen. Hallo, ich bin Lina von den Sportexperten aus der Schule Windmühlenweg. Also, wie bist du eigentlich zu diesem Job als Pädagoge in diesem Internat gekommen? Also, es fing damit an, dass ich erstmal Lehramt studiert habe in Flensburg an der Universität und habe neben dem Studium, neben dem Master hier angefangen zu arbeiten, bis ich dann angeboten bekommen habe, hier Vollzeit zu arbeiten und hier tiefer in die Materie, Leistungsfußball, Nachwuchsleistungszentrum, HSV einzusteigen. Du bist 2016 aus Finnland hier zum HSV gekommen, da warst du erst 15 Jahre alt. Was hast du am meisten vermisst? Was habe ich vermisst? Ja. Natürlich Eltern. Und also Familie, ganze Familie und finnische Brot. Wie oft kommen deine Eltern zu Besuch? Im Jahr, glaube ich, dreimal. Wie hat dich der HSV denn entdeckt? Ich war in Nationalmannschaft gegen Nordirland. Da war dann HSV Scout und die haben mich entdeckt. Findest du, dass du genügend Einsatzzeit hattest in den Spielen? Bist du zufrieden mit deiner sportlichen Entwicklung? Ja, ich bin zufrieden. Also ich habe immer, also oft 90 Minuten gespielt, jedes Spiel. Und ja, ich bin zufrieden. Bist du bei den Spielen der Internatsbewohner immer dabei? Oh, ich versuch's. Ich muss sagen, hänge ich da mit dem Herzen fast mehr hinter als bei den Spielen der Profis, weil ich natürlich die einzelnen Jungs alle kenne und schätze. Es ist natürlich auch wichtig, um mit denen nochmal darüber sprechen zu können, auch von meiner Seite aus. Wie bereitest du dich auf das Spiel vor? Also natürlich gut schlafen, essen und ja, Mentalität muss auch gut sein vor dem Spiel. Trinkst du manchmal Alkohol? Nein, trinke ich nicht. Wirst du bei der EM 2020 für Finnland spielen können? Schwer. Ich glaube nicht, aber wäre richtig schön. Hier sind viele Talente, so wie du. Das sind ja auch gleichzeitig Konkurrenten. Bilden sich trotzdem auch Freundschaften? Ja, natürlich würde ich schaffen. So denke ich immer. Du warst ja der beste Nachwuchsspieler in deinem Land. Wie fandest du es und hast du einen Pokal dafür bekommen? Ja, das war natürlich schön und mein Pokal steht jetzt da im Zimmer. Da ist es. Was machst du, wenn ein Spieler Heimweh hat? Dann behalten wir ihn auf jeden Fall im Auge und versuchen ihm zu helfen durch interne Sachen, die wir dann irgendwie vielleicht gemeinsam im Internat irgendwie gestalten oder machen, irgendwelche Abendgestaltungsspiele. Wir sind auf jeden Fall dann nah an ihm dran und wenn wir die Möglichkeit haben, ihn vielleicht dann auch nochmal zusätzlich nach Hause zu schicken, dann schicken wir ihn auch gerne nochmal nach Hause. Hier ist der Athletikraum und da draußen ist der Trainingsplatz und genau unter uns ist die Kantine. Wer entscheidet eigentlich, ob die Spieler hier wohnen dürfen? Oh, da gibt es Entscheidungsträger, die
den ganzen sportlichen Bereich so ein bisschen im Blick haben. Die gucken sich an Spieler aus ganz Deutschland oder auch in ganz Europa oder mittlerweile auch in der ganzen Welt. Und dann geht es natürlich auch darum, dass Spieler, die von weiter weg kommen und einen Traum haben, Profifußballer irgendwann da drüben im Stadion zu sein, halt dann hier Plätze bekommen im Internat, damit sie auch einen Platz zum Schlafen haben. Ne? Und dann gibt es auch noch eine andere Möglichkeit, zu Gastfamilien zu kommen. Und da muss halt ein bisschen geguckt werden, was am Ende besser passt. Müssen die Spieler gut in der Schule sein? Das wünschen wir uns natürlich. Klar, also müssen nicht. Natürlich wollen wir versuchen, dass sie am Ende ihrer Zeit hier den bestmöglichen Schulabschluss erreichen. Das wäre das Schönste, das wünschen wir uns für jeden eigentlich. Ne? Dafür haben wir halt verschiedene Programme, auch mit Nachhilfe oder mit anderen Möglichkeiten, um sie da zu unterstützen. Auf welcher Schule warst du denn und auf welcher Schule gehst du jetzt? Also hier in Deutschland. Ja. Ja, ich war in Barnefeld und in Berliner Tor und jetzt mache ich nur, also jetzt spiele ich nur Fußball, also nicht mehr in der Schule. Sind deine Schulnoten gut? Nein, die sind schlecht. Kannst du denn auch immer bei den Hausaufgaben helfen? Oh, nicht bei allen Fächern. Ich versuche da zu helfen, wo ich es kann. Aber zum Beispiel Mathe, haben wir spezielles Personal, Studentinnen oder Studenten, die können das wesentlich besser. Dann lasse ich das lieber die machen. Sollte es nicht klappen mit der Profikarriere, hast du auch einen anderen Berufswunsch oder verdrängt man das? Habe ich nicht. Also ich denke nur Fußball. Also ich habe keinen zweiten Plan. Jetzt unsere Entweder-Oder-Fragen. Ixi, Kaxi, Kolme, los geht's. Hotdog oder Pizza? Pizza. Hamburg oder Helsinki? Hamburg. Warm oder kalt duschen? Warm. Fernsehen oder Computerspiele spielen? Computerspiele spielen. PS4 oder Xbox? PS4. Natursaßen oder Kunstsaßen? Naturstraße. Auto oder Fahrrad? Auto. Ostsee oder Nordsee? Nordsee. Was machst du lieber, wenn deine Schüler zu laut Musik hören oder wenn sie zu spät kommen? Zu laut Musik hören. Danke. Danke für das Interview. Sehr, sehr gerne. Schule Windmühle.